Und jetzt? Das sieht mega eklig aus. Und jetzt? Ich dachte, das ist ein Schlüssel. Aber der Puppfinger hat doch unten einen richtigen Schlüssel dran. Drehen. Ich kann ja nichts erkennen. Sagt er irgendwas dazu? Eine Puppenhand, an der nur der Zeigefinger und der Daumen angebracht wurden. Die restlichen Finger fehlen. Sollen wir die auffinden? Sollen wir die auch finden? Ich dachte, jetzt liegt auch nochmal Munition. Och Gott, ey. Mann, oh Mann. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Da hinten war noch eine Tür zu. Können wir die vielleicht aufschlagen? Ist ein bisschen auffällig, ne, dass hier eine Lampe ist. Oder ist es einfach die... Gab es da eine Tür von innen? Fehlt unten eine Puppe in der Hand? Ich hoffe, es gibt zwar keine Puppe von hier. Weil dann habe ich sie getötet. Le Puppen. Ach so, das ist einfach nur die... Ach so, na dann. Nee, obwohl, hä? Nee, Quatsch. Das ist viel zu... Ne, das ist ja gleich... Oder? Ah, das weiß ich nicht. Kann gerade nicht klar denken. Ich frage mich, warum. Das ist doch so entspannt hier. Ich wünschte mir gerade, ich würde das anders spielen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Von daher bringt mir das irgendwie... Nicht so viel. Ma! Okay. Kann vielleicht Clancy was mit dem Puppendings anfangen? Aber wir können hier nichts reinlegen, ne? Puppenhand, was machen wir denn damit? Die Puppenhand. Boah, das ist so abartig. Das Ding ist, ich habe wirklich die Vermutung, dass die wirklich... Die wollen ja wieder zu den Wurzeln zurück. Ich hoffe nicht, dass zu den Wurzeln heißt, dass die auch 5 Millionen Spinnen mit einbauen. Dann kann ich das wirklich nicht spielen. Ich habe das schon im letzten Part erwähnt. Was fällt denn hier eigentlich immer runter? Eklig. Ekligkeit. Okay, sind auch die Spaghetti drin. Okay. Das schon im letzten Part gesagt. Ich erzähle das mal mit so einer... ja, mit so einer... ich denke immer, das wissen schon alle, aber das können ja nicht alle immer wissen. Dass ich eine große Spinnphobie habe. Und die wirkt sich bei mir wirklich so aus. Auch in Spielen halt aus. Ich hatte als Kind große, große Probleme, das Level bei Tomb Raider 2 zu spielen, den Tempel von Xiang. Weil dort ja auch Vogelspinnen vorkommen. Ich nehme die jetzt einfach mal mit hier. Hi, du kleines Etwas. Und... Egal welches Spiel, ich die einzigen Spinnen, an die ich mich gewöhnt habe mit der Zeit, ich aber wirklich nicht geil finde. Jetzt hätte ich da mal, ich habe nicht gut geguckt nach Pistolenmunition. Ist Minecraft die Spinnen. Und das liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass die halt wirklich sehr pixelig aussehen. Kann ich nochmal hier in die Kuh reinhauen? Und ja, deswegen. Gibt es halt nicht jeder Teil. Es gibt ein paar Teile von Resident Evil, wo die dann an den Wänden sind und sich dann, und dann so runter. Oh, ich will gar nicht dran denken. Und dann geht das.
Das würde für mich wirklich die Hölle bedeuten. Was machen wir mit der Puppenhand? Was? Ich hätte ehrlich gesagt eher gedacht, dass das hier der Keller ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Haben wir in dem Raum was übersehen? Pistolenmunition? Dass überhaupt noch irgendwas funktioniert in diesem frageligen Haus. Ich spiele mal das Klavier. Oder ich versuche das Klavier zu spielen. Wir hätten die Videokassette, wir könnten sie uns angucken. Will ich jetzt aber gerade gar nicht. Wir haben andere Probleme. Oh Gott. Wir haben andere Probleme, ja. Boah, dieses Matschepumpenzeug da, das ist schrecklich. Will nicht. Wie lange nehme ich schon auf? Eine halbe Stunde. Toll. Kommt mir vor wie 3 Jahre. Oh. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich muss mich ordentlich hinsetzen. Oh, entschuldigt. Junge, erschreck mich nicht beim Kaffee trinken, indem du die Axt hochnimmst. Dein Ernst? Pff. Himmel. Na Gott. Will gar nicht, ne? Ich möchte gar nicht. Ich würde jetzt gerne. Das habe ich, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Ich drücke mich gerade total davor. Ich habe in Skyrim. In Skyrim gibt es Schaurusse. Schauris ist, glaube ich, ist Schauri die Mehrzahl davon. Das sind irgendwelche insektenähnlichen Wesen, die mich sehr an Spinnen erinnern. Deswegen hatte ich vor denen auch immer ein wenig Angst gehabt. Und da gibt es eine Quest bei einem Leuchtturm, wo die nur vorhanden sind. Dies ist was hinter der Tür, das so tappelt. Oh Gott. Ja, und die Geräusche von denen fand ich so eklig. Und selbst mit, ich habe dann irgendwann den Ton ausgemacht, aber das fand ich irgendwie auch kacke. Und deswegen habe ich die ganze Zeit während der ganzen Quest Bruce Springsteen mit I'm on Fire gehört dabei. Und das hat mich mega beruhigt. Das würde ich jetzt am liebsten auch machen. Ich würde jetzt am liebsten irgendwas hören, irgendeine andere Musik. Bloß nicht, dass ich das hier höre. Oh, Mann, ey. Irgendeine lustige Musik, die mich total ablenkt. Das wäre ein Traum. Ach, kommt, mehr als sterben können wir nicht. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hallo? Was ist denn das? Ach, das ist das Geräusch. Oh. Jetzt stehe ich hier schon drin und bewege mich nicht. Ich mag mich. Ach komm. Was zum Henker ist das da hinten? Und überhaupt? Ventilrad, kommt das oben hin? Kommt das oben hin? Oh Gott! Ah! Komm, wir gehen mal nach oben. Was? Lass mich raus! Meine...
Ach du, nein, 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 geh weg, geh weg. Was auch immer, konnte ich hier nicht gegen. Nein, 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 nein. Was, widersetzen? Ich widersetze. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Ey, ey, ey. Oh Gott, ich will raus, ich will raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Oh Gott, willkommen zu Resident Evil. Jetzt ist es Resident Evil. Was ist das denn? Ich muss sagen, Herr Baker, Herr Baker, Herr Baker hat mir gerade... Ach du Scheiße, wir sind verletzt. Oh, one moment, please. Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Was habe ich gerade eingesammelt? Ich kann mich gerade nicht dran... Ein Ventilrad für hier oben. Ach du Scheiße. Und da war eine Puppe. Die hat geleuchtet. Herr Baker hat mir gerade mehr Angst gemacht als das Monster, muss ich sagen. Ich finde Monster manchmal gar nicht so schlimm. Aber das ist schon eklig. Und warum ist das im Keller? Wo kommt das denn her? Warum? Opfern die vermissten Leute diesem Vieh? Und deswegen ist bestimmt doch Umbrella hier rumgeflogen. Oben haben wir doch das Bild. Es tut mir leid, dass ich gerade ein Pausebildschirm bin, weil ich muss mich gerade beruhigen. Oh Gott. Vielleicht fliegt deswegen Umbrella hier lang. Vielleicht ist es das Muster. Der muss mit irgendeinem TG-Virus. Also es gibt ja ein T-Virus, es gibt ein G-Virus, der ist schlimmer als das T-Virus. Weil der. Ich kenne mich nicht so gut mit Resident Evil aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wie gesagt, ich war immer eher so bei Konami und Silent Hill und nicht bei Capcom. War es schon immer von Capcom Resident Evil? Jetzt hat sich bestimmt auch bestimmt Unsinn. Aber auf jeden Fall. Was? Nicht neu starten. Was? Nein, 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 nicht neu starten. Wir sind verletzt. Und in Resident Evil heilt man sich immer mit Kräutern. Man muss immer Kräuter sammeln und da draußen was basteln. Ist ja... Wartet mal, ich will mal... Ich wusste es. Ich wusste es! Dieses Buch, das hat mich so an Silent Hill und an das Bild von Mary erinnert. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. In Silent Hill 2 ist es nämlich so... Da kriegt man ein Bild und das Bild hat man das ganze Spiel über dem Inventar. Aber es macht halt nichts. Das Einzige, was das Bild macht, ist verblassen. Und das ist was ganz Interessantes. Und deswegen, es hat mich irgendwie total erinnert. Was steht da? Kann ich das auf Deutsch lesen? Auch wenn die Uhr läutet, wird Grace nicht mehr erwach. Sie schläft eingefärscht in ihrem letzten Gemach. Grace? Who the fuck is Grace? Ist das die Schwester? Der kleine Poltergeist, der hier manchmal rumsteht? Gott, ich mag nicht mehr, ne? Aber jetzt wissen wir wenigstens, was da unten ist. Jan, Resident Evil. Haben wir jetzt ein Ventilrad? Ja, hör mal, ich dachte jetzt gerade, das haben wir gar nicht mit dem... Ja, halt Heilkräuter, ne? Achso, und ja, und es gibt halt ein T-Virus. Das ist dieses normale Virus, was Raccoon City dann überrannt hat. Es gibt aber auch ein G-Virus und der ist schlimmer, weil der sozusagen... Ach nee, da oben war es. Ich dachte gerade, wo ist es denn? Aber da oben. Und der macht... Also die mutieren durch diese Virus, dadurch werden halt Zombies. Und dieser G-Virus ist ein bisschen krasser, weil das dich auch mutieren lässt, aber auf eine Art und Weise, die ein bisschen intelligenter sozusagen ist. Also bist was Mutiertes, was intelligenter ist als der T-Virus. Heißt das Tyrann? Tyrann? Ich weiß gerade nicht, wie es ausgesprochen heißt und auch nicht, was der G-Virus ausgesprochen heißt. Das Wesen da unten finde ich gerade sehr T-Virusig und nicht sehr G-Virusig. Dafür wirkt es mir zu plump. Ich habe nicht mal richtig geguckt, was es ist. Das sah einfach aus wie irgendwelche Muskelstränge. Uah. Und es kann uns angreifen. Wir können es aber auch angreifen mit der Axt. Oh Gott, wir haben sogar eine Verletzung. Jetzt ist das Wasser hier weg. Wie? Kann ich jetzt irgendwas abstellen hier? Achso. Oh Gott, ja. Ich werde dir so an den Kopf schießen, mein wertes Persönchen. Ich würde da gerne noch mal runter. Nachladen? Wir haben 11 Munition.
Das ist mir zu lahm. Sorry, aber das ist mir zu lahm. Beim Zielen. Let's go hoch hier. Das ist bestimmt zu viel. Dann doch nicht. Dass ich sage, hey. Was? Okay. Ach, nee. Dass er wechselt dann immer in meinen zweiten Bildschirm. Das ist total seltsam. Ja, das ist schon besser. Damit sollte ich leben können. Hier ist nichts drin. Da können wir jetzt mit. Gibt's hier irgendwas? Mich würde wundern, wenn in diesem Haus irgendwas überlebt hat, was. Was liegt denn da drin? Was ist das denn? Ist das auch ein Vogel? Das sieht aus wie ein Hase, wenn ich ehrlich bin, so wegen den Beinen. Was macht die denn hier? Oder ist das eine Ratte? Oh, keine Ahnung. Ist das Medizin vielleicht? Nee, ne. Also ich habe noch kein Resident Evil Teil. Noch ein Engel, sind zwei Engel, ne? Kein Resident Evil Teil erlebt, wo man nicht Kräuter sammeln muss. Ich habe nicht alle gespielt. Ich habe auch schlechte Teile gespielt. Ich habe den fünften Teil mal mit einem Kumpel gespielt, der auch Chris heißt. Ich habe mehrere Kumpels, die Chris heißen, was ganz lustig ist, weil man dort auch einen Chris spielt. Und ich habe halt die Frau gespielt. Weil das im Koop war. Das fand ich ganz cool, aber ich fand das Spiel an sich nicht cool. Schon allein wegen den Quicktime-Events war, das wäre uncool. Bevor wir jetzt da runtergehen und den Marsch blasen. Würde ich mich. Scheiße. Ich bin ein bisschen blöd. Der hat uns gebissen. Wir sind infiziert. Kann man das jetzt ausreizen, die Sache? Solange, bis wir komplett infiziert sind? Das wäre lustig. Ja, das ist eine Demo. Hallo? Ich komme mir vor, als ob ich schon ein Spiel spiele. Ja, bevor wir da runtergehen, würde ich gerne mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt eine Waffe. Also auf Herrn Baker, wenn wir jetzt das nehmen, dass wir aus der Tür rausgehen wollen vorne, da kann man nichts machen. Also den kann man wirklich nicht wehtun. In dem Moment. Ich fühle mich gerade sehr sicher mit der Waffe in der Hand. Also so einigermaßen sicher. Wahrscheinlich, wenn es darum geht, dass ich anfangen soll zu schießen. Schieße ich irgendwo hin, weil ich so aufgeregt bin und angespannt. Ich mach's einfach mal, weil wir gerade können. Oh, da haben wir die Videokassette. Okay. Okay. Komm, wir gehen nochmal nach oben. Kann ja sein, dass sich hier irgendwas verändert hat. Das kann alles sehr, sehr gut sein. Die Kisten stehen alle wieder da. Diesem Spiel traue ich alles zu. Cool, alle Kisten wieder da. Das ist ja ein Traum. Außer natürlich die Kiste, wo die Munition drin war. Natürlich. Okay, wir müssen nochmal zu dem Vieh runter. Was auch immer das ist. Wer hat sich denn da infiziert? Ist es vielleicht Lukas? Lukas sagt, da sagt doch André, dass mit Lukas. Oh, ich weiß gerade den genauen Wortlaut nicht. Irgendwas. Im Groben übersetzt, dass mit Lukas irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber. Erzählen Sie mehr, Herr Baker. Erzählen Sie mehr. Ich würde gern wissen, ob wir uns weiter verwandeln. Das würde ich unglaublich gerne wissen. So, ist das Vieh jetzt gleich hier unten schon, oder?
Da hält der Arsch einfach die Tür zurück, fasset nicht, ey. Ach, die ist ganz geblieben, die Tür, natürlich. Natürlich ist die Tür ganz geblieben. Ich hab da ja nicht gegengetreten, wie so ein Blöder. Man kriegt die auch nicht sofort auf die Tür. Musste einmal, da stand der Baker da und dann musste ich nochmal und dann musste ich nochmal. Und dann ging sie erst auf. Ey, Arschvieh. War die Leiche da vorher auch schon? Hallo? Ich hab das erst gar nicht gesehen. Das war irgendwie auf dem Boden. Ich weiß es nicht genau. Ich konnte es auch treten hier mit so einem Ding. Wir müssen da nach hinten. Okay. Das ist. Was macht das denn? Ah! Lass mich durch! Nein, nein, nein! Lass mich durch! Lass mich durch! Oh! Huh. Ha! Ha! Ja! Ach du Scheiße, ich hab einmal völlig daneben geschossen. Das meinte ich damit. Wenn man aufgeregt ist, dann funktioniert. Oh, wartet mal kurz. Das ist anstrengend. Gott! Wir haben den Dachbodenschlüssel. Stand der Dachbodenschlüssel? Ich muss. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Herz. Dass man. Der Moment zieht sich irgendwie alles so zusammen, weil man so angespannt ist. Ich finde das Vieh gar nicht so schlimm. Ich finde nur den Moment schlimm, ne? Dass man weiß, dass es da ist und dass man weg muss. Das ist so ein panischer Moment. Das ist ganz schlimm. Oh. Aber unheimlich Respekt vor Leute. Respekt. Ich kann nicht mehr reden. Respekt vor Leuten, die da wirklich die Ruhe bewahren. Ich kann das nicht. Ich krieg das gar nicht hin. Man kann ja auch übrigens. Sind wir jetzt noch mehr verletzt? Das ist natürlich ein Traum, ne? Das hat uns einmal getroffen. Man kann Resident Evil auch mit der VR spielen. Ganz ehrlich, würde ich niemals machen. Niemals. Jetzt wissen wir auch übrigens, warum die Tür so ekelhaft aussieht. Das ist ja alles infiziert, ne? Würde ich wirklich niemals machen. Dachbodenschlüssel. Mich würde jetzt ja wirklich wundern, wenn wir da einfach so hochkommen. Bestimmt ist Herr Baker schon vor uns da. Und holt uns wieder runter. Ich kenne den guten Mann noch. Ja, man kann es mit VR spielen. Ich habe mir da mal was durchgelesen. Sind wir das? Ich schieße dir den Kopf. Ach du Scheiße. Ich glaube, uns geht's nicht so gut. Liegt es daran, dass wir nochmal getroffen wurden? Es tut mir wirklich leid. Komm, go, go, go! Ach du Scheiße. Kann es sein, dass wir uns nicht beißen lassen dürfen? Oh Gott, das ist eklig. Ach, Herr Baker. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Infiziert Ende. Wir sind nichts, nur ein Mann ohne Familie. Heißt das, dass das Ding da unten etwas ist, weil es Familie hat? Nämlich die Bakers? Wer soll das denn sein? Weil da sitzt Kermit am Tisch beim Trailer. Und ich dachte, das ist Lukas vielleicht. Aber mit Lukas, vielleicht ist das auch Lukas unten nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben das infiziert, Ende. Hey, erst haben wir das schlechte Ende und jetzt ist es infiziert. Also man darf sich von dem Ding nicht treffen lassen. Oder nicht beißen lassen. Also treffen geht vielleicht. Ankratzen geht, aber nicht beißen. Wie soll ich das machen? Gerade in dem kleinen Gang da. Wir müssen ja irgendwie an den Dachbodenschlüssel kommen. Und in diesem Minigang ist jetzt gut wie unmöglich. Also es ist möglich, ihn zu treffen, aber es ist unmöglich, dann an ihm vorbeizukommen, ohne sich da treffen zu lassen. Das
Das müsste man noch mal ausprobieren. Das müsste man noch mal ausprobieren. Kann ich das irgendwie wegmachen hier? Ging doch beim letzten Mal auch, oder? Hallo? Ah, einfach mit der Maus klicken. Aber ich glaube, ja, Botschafterprogramm. Aber ich glaube, das mache ich nicht mehr heute. Ich glaube, wenn ich das... Oh Gott. Das ist nicht einfach, ne? Aber die haben ja auch gesagt, dass es an sich nicht einfach werden soll, das Spiel. Dass sie halt wieder so in diese... Halt dieses... Ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn Entwickler sagen, wir wollen zu den Wurzeln zurück, heißt das auch, dass uns vielleicht die Spiele damals gar nicht so schwer vorkommen, sondern dass die wirklich schwer waren. Und das hatte ich ja bei The Long Dark schon erzählt, dass das Spiel schwer werden soll und dann könnte es anstrengend werden beim Zugucken. Weil, ne, es klappt ja nicht alles beim ersten Mal. Ich glaube, dass wir gerade den Dachbodenschlüssel bekommen haben, ist auch nicht gerade. War auch gerade mehr Glück. Boah, huiuiui, huiuiui. Wir machen auf jeden Fall noch eine Runde, wo ich es versuche nochmal. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich vielleicht da nicht mehr ganz so. Ich werde noch panisch werden, aber jetzt wissen wir wenigstens, was einigermaßen passiert. Dass wir da irgendwie mit der Puppenhand. Zur Hölle, was machen wir mit der Puppenhand? Wir waren jetzt gar nicht im Video drin, ne? Ich glaube, das Video ist auch gar nicht mehr so wichtig, weil wir finden ja sogar den Dietrich, den wir eigentlich sonst übers Video bekommen haben. Eieiei, ich versuch's dann nochmal. Ich glaube, ich werde es nicht nochmal heute. Ich kann irgendwie nur ein Part. Obwohl der Part geht fast eine Stunde. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich es in einer. Ich glaube, ich werde es teilen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu anstrengend, das dann so zu gucken. Entweder lasse ich es in einer Stunde komplett oder ich teile das. Ich weiß es noch nicht genau. Ja. Das reicht doch für heute. Ich kann das, glaube ich, nur. Ich kann immer nur nicht so viel aufnehmen dann. Von sowas. Es ist wirklich, es ist ein bisschen anstrengend, aber es macht Spaß. Hui, na dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu dämlich an, natürlich blöd angestellt, wir wurden getroffen, aber ich kann ja keine Ahnung, dass der Arsch die Tür zuhält. Wir sind nichts, weil wir keine Familie haben. Das ist sehr, sehr interessant. Aber also, als ich damals das noch geguckt habe, bei dem guten Herrn, mit dem ich das im Stream geguckt habe, da hat das Telefon geklingelt. Kann man das irgendwie noch triggern, dass das Telefon klingelt? Das würde mich auch interessieren. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas gerne, ich habe das schon im letzten Part gesagt, wenn ihr irgendwas gerne sehen wollt, dass ich das ausprobiere, dann sagt das gerne. Dann versuche ich das auch mit einzubauen und mit auszuprobieren. Huch, jetzt knall ich überall gegen gerade. Ja, dann, ich werde mich jetzt erstmal beruhigen und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns dann in einem nächsten Part wieder, wo wir versuchen werden, durch den Dachboden oder Dachbodenfenster zu fliehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Glaube ich nicht. Na gut, dann bis dann. Tschüss.